floor to Bunny, and I hope that you'll give him a warm welcome of applause Bunny. Before he starts to talk. Runde Applaus. Thank you. Dankeschön. Thank you. Danke. Mic on? Great. Okay, alles funktioniert wunderbar. Thinking, this would fill Saal one for a talk ich war sehr optimistisch, habe gehofft, dass der ganze Saal voll wird, aber danke, dass ihr da seid. In der Vorbereitung für diesen Talk. Es war sehr interessant, ich habe gemerkt, dass ich eine gewisse Autorität nicht habe, um darüber zu reden eigentlich. Und dass ich die Leute, die ich eigentlich verstärken möchte, eher seltsam aussehen lasse, wenn ich die Nachricht falsch überbringe. Ich bin der Meinung, dass soziale Politik nicht diktiert werden sollte, von der Angst getrollt zu werden. Und deswegen werde ich jetzt anfangen. Also, lass uns darüber sprechen, wie viel der Gesellschaft in Technologie eingeschlossen ist. Also das Wichtige ist praktisch die Lilane. Das sind so Leute, die wissen, wie man Technologie verwendet, wie man Excel verwendet und wie man was googeln kann. Und das ist ungefähr alles, was sie machen können. Und obwohl die Leute, die befragt wurden, ziemlich alt, also eine weite Range von Altern haben, von 16 bis 64, ist es einfach zu vergessen, dass es wirklich viele Leute gibt, die nicht bei der Technologie mitmachen, die da nicht inkludiert sind. Aber warum ist das wichtig? Weil man Leute nur dann bestimmte Probleme erklären kann, zum Beispiel Überwachung, Netzneutralität, dann ist es wichtig, dass sie das eben verstehen. Und man sieht hier, mehr als die Hälfte der Leute kann noch nicht mal über diese Themen reden. Und manchmal ist diese Works for Me-Attitude, die wir hier auf dem Kongress auch haben, einfach nicht gut genug für alle Leute. Zum Beispiel, wenn wir diese Sachen hatten wie den Brexit oder die Wahlen in Amerika, wisst ihr, weil Dinge. Ein spezielleres Beispiel ist Open Source. Also ich bin ein Open Source Aktivist und ich glaube, dass es eine richtige Bewegung ist, die alle in dem, was sie machen können, verstärkt. Wenn ihr Leuten Tools gibt, dann macht ihr sie wirklich stark. Zum Beispiel X-Screensaver sagt mir, diese Version ist sehr alt, bitte update. Wenn ich aber keine Ahnung habe, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Und das ist eine wirklich große Gefahr für den Maintainer. Das ist sehr interessant. Und die sagen, dass immer wenn immer mir jemand sagt, dass seine Version alt ist, dann sagt ihr mir, ja, weil das kommt halt mit meiner Distribution mit. Dann sage ich nur, ja, aber deine Distribution ist halt scheiße. Dann sagt er, aber ich weiß aber nicht, wie ich die kompilieren kann von der Source und wie ich sie dann mitnehmen kann. Also sind die Entwickler und die Benutzer bei dieser durch die Situation schlechter dran. Nur den Code zu veröffentlichen langt halt nicht. Man muss ihnen auch erklären, wie man den Code benutzt. Offenheit ist also ohne Integration von Leuten wirkungslos. Wenn unter 1% der Gesellschaft sowas kann, das hilft nicht. Wir müssen die Regierung dazu kriegen, dass sie uns hilft, unsere Lizenzen durchzusetzen. Wir sollten mehr Menschen berechtigen, ermöglichen, dass sie diese... Wir sollten mehr Menschen ermöglichen, dass sie das verwenden können. Und tatsächlich möchten wir immer optimal arbeiten. Also wir möchten offensichtliche Probleme angehen, die vielleicht einfach zu lösen sind. Also wenn du jetzt hier das Bild anschaust, auf der linken Seite, dann sieht man vielleicht zwei Frauen in diesem Bild. Aber wenn man versucht, mehr Leute reinzuholen in CCC oder in Technik-Dingen, dann wäre es vielleicht relativ einfach, mehr Frauen einzunehmen. To
go off their power supply, or I'm out of memory and your memory allocator is only allocating on the odd pages or the even pages. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich habe gar keinen Speicher mehr, und derjenige, der den Speicher alloziert, wird nur die Hälfte des Speichers tatsächlich verwenden, also nur zum Beispiel die odd bytes. Solche Sachen zu lösen kann deutlich mehr zurückgeben. Wie schlecht ist es eigentlich? In Amerika zum Beispiel haben nur 17,5% sind Frauen sind in der IT. Im Vergleich zu den Männern ist es sehr wenig. Und auch in dem Graph sieht man einen Vergleich zwischen Computer Science und all den anderen MINT-Fächern. Und in Computer, also in IT ist es noch schlechter als im Rest. Aber es ist nicht nur ein US-Problem. Hier ist ein Graph, der zeigt es mal runtergebrochen, auch für Europa. Und hier könnt ihr sehen, in Deutschland ist die gerade 10,5% von Frauen, die es 2002 einen Abschluss bekommen haben. Und das ist halt nicht so gut. Und es gibt Leute, die sagen, ja, vielleicht geht es über Sachen, die genetisch sind. Und das bedingt, nein, das ist Quatsch. Ich finde, das einzige Argument, das man dagegen sagen kann, ist nein. Ich hatte eine Folge von Folien, wo man darüber argumentieren könnte, aber man kann mit den Leuten nicht darüber argumentieren. Frauen können wirklich gut werden mit Computern und Hardware. Ich arbeite mit ein paar Leuten in dem Feld, zum Beispiel mit der Frau hier im Linken. Sie macht Little Bits. Hier ist GG auf der rechten Seite, über sie will ich später noch reden. Mit ihr arbeite ich an diesem Projekt. Und sie arbeitet schon eine Weile, schon länger an anderen Projekten. In Technologie und Fashion. Hier die andere Frau macht auch Technologie und Fashion. Ihr habt sicher schon Produkte gesehen, die sie gemacht hat auf der großen Bühne vorgestellt. Aber es sind meistens andere Leute, die für ihre Arbeit die Credits nehmen. Es gibt noch andere Frauen hier und ich finde die echt gut. Und eins eindeutig, Frauen können integriert werden. Vielleicht ist die Verzerrung kulturell. China zum Beispiel hat eine deutlich bessere Geschlechterverteilung. Wenn ich mit den Manufakteuren dort arbeite, sehe ich, dass die 32% Frauen haben. Ich wollte hier ein Bild von der Firma, von euren Mitarbeitern, und ich habe durchgezählt, und das sind 62% Frauen. Und es geht hier nicht um die Leute, die es zusammenbauen oder so. Also nicht die Leute in den blauen Anzügen, die das Zeug zusammenbauen. Das hier sind die Leute, die wirklich einen Skill haben, die ganze Entwicklung tatsächlich übernehmen. Also vielleicht, wenn wir hier Beweise dafür sehen, dass es in anderen Kulturen möglich ist, vielleicht ist es ein Kulturproblem. Und es gibt da verschiedene Beispiele, die zeigen, dass Kultur einen großen Einfluss hat. Also zum Beispiel gibt es eine Fallstudie von Carnegie Mellon, die ihr Curriculum verändert haben. Und sie haben tatsächlich in 5 Jahren die weibliche Enrollment-Rate um 4-mal erhöht. Ähnlich auch in Harvey Mudd. Das Wichtige, was ich davon verstanden habe, ist, dass in Informatik wird meistens angenommen, dass du schon weißt, dass du schon coden kannst, dass du schon viel Erfahrung mit Computern hast. Und das ist aber in anderen Fächern wie Medizin nicht der Fall. Da muss man nichts können eigentlich. Und deswegen sind die Klassen bei Informatikkursen oft so, dass die ersten Kurse dazu da sind, Leute auszusieben, die keine Ahnung haben. Und in China ist es aber nicht, also ist nicht so. Bei uns ist es so, dass du die besten Noten brauchst, um weiterzukommen, und dann willst du gar nicht erst mitmachen. Und diese Verzerrung fängt im jungen Alter schon an. Hier sieht man mal die Verteilung der Kinder, die eine Anweisung in Technik bekommen haben, auf Geschlechter aufgeteilt.
Und weil der, die Verzerrung schon so jung anfängt, ist es klar, dass wenn man im College-Alter ist, dass man dann einfach nicht mehr aufholen kann mit den Leuten, die die Erfahrung schon gemacht haben. Also Harvard und CMU haben dieses Problem aufgenommen, weil sie ihre Kurse redesignt haben, damit man nichts am Anfang können muss, um trotzdem mitzukommen. Aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass jeder Bachelor in Informatik sich verändert. Wir müssen wirklich die Kultur verändern. Ich habe in einem Biologie-Textbuch ein interessantes Phänomen über Sauerkraut gefunden. Und ich liebe Sauerkraut. Und Sauerkraut ist gemacht mit Kohl, Essig und Wasser. Und jedes Mal bekommt man da Sauerkraut raus. Und am Anfang, wenn man Kohl hat, dann hat man einen neutralen pH-Wert. Und es gibt eine bestimmte Art von Bakterie, die diesen Kohl aufisst und dann dafür sorgt, dass es saurer wird. Und von den Bakterien, am Anfang sind ganz viele Spezies da und am Ende sind nur bestimmte Spezies da. Wenn man jetzt also Sauerkraut haben möchte, dann kann man das Problem nicht fixen, indem man einfach mehr Kohl da reinlegt, sondern man muss alles reinpacken. Hier ist ein Entwickler für Novena. Er ist der Grund, wieso das Zeug, das ich baue, nicht nur schön aussieht und ein Tischtupfer ist, weil die Software ist wirklich wichtig. Er ist ein Entwickler und der uns wirklich unterstützt. Er ist wirklich interessiert an der Work-Life-Balance, aber es ist nicht jemand, der wirklich in einer Caustic-Umgebung aufblüht. Wisst ihr, er hat sein Degree in Psychologie bekommen und am Anfang wurde er eher in Research oder in Support. Also er hat dann irgendwie, ich habe dann ein Projekt von ihm gesehen, wo ich gesehen habe, wie super gut er ist, aber in diesem Umfeld, in das er gepresst wurde, hat er nicht funktioniert und er konnte nicht alle seine Potenziale ausnutzen. Also um die Kultur zu verändern, muss man die Zutaten ändern. Ich mag auch sehr gerne Bier und man braucht nun mal Hopfen, um Bier zu bekommen. Und ich habe ein Experiment gemacht in Papierelektronik. Und die Frage war, wenn man die Zutaten verändert von Zutaten, kann ich die Kultur darum verändern? Also wenn ich nicht mit normalen Platinen und Papier und Hardware halt starte, sondern mit Papier, was kann ich verändern? Das war eine Idee, die wurde von Chi-Chi ins Leben gerufen. Wir haben angefangen, eine Firma aufzumachen. Die heißt Gibitronics. Und es ist interessant, das zu sehen, dass die Firma hauptsächlich weibliche Angestellte hat. Man sieht vielleicht, dass eine Gruppe von Männern, die versucht, etwas zu machen, nicht so eine gute Idee ist, wie man Frauen hat. Wenn man sieht, die anfänglichen Ergebnisse zeigen, es war ein positives Ergebnis. Das hier war Gigi's Papier, das sie abgegeben hat, vom Anfang bis jetzt. Am Anfang waren wir 75% Männer und der Rest waren Frauen. Bei den Blauen konnten wir es nicht sagen, weil der Name für beide Geschlechter war. Aber im Laufe der Zeit bekommen wir mehr weibliche Teilnehmer. Mittlerweile bekommen wir ungefähr 70%, was sehr interessant ist für so ein Instruction Kit. Alles, was ich rausfinden wollte, war, wie kommen wir über einfache Schaltkreise hinaus und wie können wir sie dazu bringen, dass sie das Programmieren lieben. Und ich habe ein Lehrsystem erfunden, das wirklich versucht hat, junge Leute früh abzuholen. Und wenn ich mal versuche, unsere Erfahrungen zu analysieren und mir ein bisschen zu überlegen, was wichtig war, damit es wirklich mehr inkludiert wird. Also zum einen war uns wichtig, dass es eine Balance gibt. Also Engineering war gleichgestellt mit Design. Das zweite war, dass Leute die Materialien, die wir verwendet haben, bekannt waren.
Ich gehe dann durch diese drei Dinge ein bisschen detailliert. Das erste ist, dass Balance das gleiche, Balance genauso wichtig wie Design ist. Und das erste, das man sehen muss, ist, dass Design Technologie revolutionieren kann. Man sieht, dass besonders bei Apple, das iPhone hat Smartphone revolutioniert. Und man sieht, wenn man jetzt nur sich die Blueprints anschaut, dann hat es noch nicht unbedingt eine Bedeutung. Aber die Bedeutung wird dann oft... Hier kann man sehen, wie der Bauplan von so einer Circuit, also von so einer Schaltung, eigentlich ganz unbedeutend ist. Wenn man hier die Bilder sieht, dann wird es deutlich greifbarer. Man sieht richtig, wie die Leute anfangen, über das ganze Papier zu gehen und das zu benutzen. Man muss also das nehmen, was ein bisschen ungreifbar ist, und müssen es halt direkt greifbar machen im Design. Und so, also die Lehrpläne, die wir gemacht haben, sind dafür gemacht, zum Beispiel, dass es wirklich low level ist. Also hier gibt es zum Beispiel einen Drucksensor, der ein Licht anmacht, der zeigt, dass wenn man umschaltet, dann erkennt man sofort, warum man es getan hat. Hier kann man zum Beispiel sehen, wenn man einfach diesen Knopf drückt, dann fängt das Licht sofort an zu leuchten. Und wisst ihr, verbreitet also wir denken auch, dass es sehr inklusiv ist, wenn man divers denkt. Also wenn man jetzt das, was man erreicht, nicht nur auf einer Achse misst, sondern auf verschiedenen Achsen. Also nicht nur die Ingenieursleistung wahrnimmt, sondern auch die künstlerische Leistung. Dann hat man einen viel größeren Raum, um Dinge zu kreieren. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen auf der einen Seite und Jungs auf der anderen Seite sind, sondern auf beiden Achsen hat man Leute, die gut machen können. Aber wenn man beide Achsen kombiniert, dann kriegt man mehr Erfolge. Und dadurch werden mehr Leute in der Technologie. Das zweite ist Familiarität. Also wir versuchen, Materialien zu verwenden, die es überall gibt, mit denen jeder schon kennt, mit denen jeder schon mal gearbeitet hat. Also wenn wir uns jetzt links so Schaltkreise anschauen, dann muss man sie auseinanderschalten und man muss sie zeigen, woher sie sind. Und es ist nichts, mit dem man jeden Tag arbeitet. Wohingegen Basteln oder das, was wir so verwenden, wir benutzen zum Beispiel Tape, wir benutzen Papier. Und es ist sehr klar, was das ist. Jeder kennt das. Papier ist wirklich für jeden bekannt. Es ist ein Material, das jeden Tag verwendet wird. Papier ist auch ein sehr kreatives, ausdrucksstarkes Material. Man kann damit sehr viele interessante Sachen machen auf der künstlerischen Ebene. Das ist eine Auswahl von Kunst, die erstellt wurde für eine Ausstellung in einer Kollektion mit GG. Ihr könnt da auf diesen Link gehen. Da könnt ihr noch mehr darüber erfahren. Es gibt wirklich eine Menge interessanter Sachen, die Leute mit nur Papier und Licht gemacht haben. Und wir wollten das noch ein bisschen erweitern zum Programmieren. Aber Papier ist nicht nur ein kreatives Papier, das ist auch ein Ingenieursmaterial. Hier ist ein kurzer Prototyp für etwas, mit dem jemand das jemand hatte, für einen Split-Core-Transformator. Wir kamen nur mit diesem Circuitboard auf, indem wir einfach es kurz auf Papier geklebt haben und damit es funktioniert. Und ihr könnt wirklich sehen, es ist selbst dokumentierend, ne? Weil es ist alles eingetragen. Man muss es nicht irgendwie abschätzen, es steht da einfach drauf. Es arbeitet, kriegt ihr noch mit komplexen Komponenten. Also ich finde den Unterschied zwischen Papier und so einem normalen Schaltbrett wirklich sehr, sehr interessant. Also Papier hat zum Beispiel schon Kommentare. Bei so einem Schaltbrett kann man das nicht. Papier kann man knicken. Das kann man mit dem normalen Circuitboard aber nicht machen.
Ist auch nicht so teuer, aber der Nachteil ist halt, sie sind nicht wiederverwendbar. Es braucht vielleicht nur ein bisschen eine Handarbeit. Es war noch eine Barriere für uns, um ein bisschen bessere Sachen zu bekommen, so was wie ein Mikrocontroller. Und Jiki hatte die Idee, einfach einen Mikrocontroller auf so einem Papierclip zu befestigen. Das ist ein Bild von einem Papier, das wir veröffentlicht haben. Und hier könnt ihr sehen, das ist ein bewegliches Circuit, ein beweglicher Schaltkreis. Und wir können den benutzen, um ihn zum Beispiel um so einen Clip herumzubinden. Ihr könnt sozusagen Schaltkreise auf Papier bauen, das drauflegen und dann sind sie direkt in Kontakt und das funktioniert. Das ist eine sehr einfache Art, es zu machen. Man muss es den Menschen nicht wirklich erklären, wie man anfängt. Du zeigst jemandem einfach, wie es funktioniert und er versteht sofort. Wir sind also zeigen jetzt auf so einem Clip-Prototypen, wo einfach der Mikrocontroller auf dem Clip ist. Man kann einfach ein Papier dran halten und du bist gut zum Loslegen. Aber das Wichtigste, was auch sehr wichtig ist, ist Simplizität. Also es ist wichtig, wie kriegt man diesen Code dann in den Mikrocontroller und wie geht das einfach? Es ist ziemlich schwierig, Code in den Mikrocontroller zu bekommen. Also so, man hat irgendwie Treiber, man hat einen Compiler und so weiter. Und diese Konfiguration, die ist tatsächlich nicht Wissenschaft und auch nicht logisch. Das ist wirklich nur Konvention. Also du kannst vielleicht super sein, dabei Bash unter Ubuntu zu verwenden. Aber ob du das dann auch verwenden kannst, das ist fragwürdig. Und es hängt nicht von deiner Intelligenz ab. Und das Problem ist, wenn man jemanden fragt, dann sagt man immer, read the fucking manual, lese die Man-Page. Aber das ist tatsächlich, das wollen wir ein bisschen versuchen zu vermeiden. Wir wollen die Leute da nicht reinpushen in diesen Kult von read the Man-Page. Das Problem, mit dem wir konfrontiert wurden, war, wie kann man sowas eigentlich vermeiden? Also keinen Mikrocontroller irgendwie programmieren müssen. Ohne Treiber, ohne USB. Wir haben aber alle Augen und Ohren, war unsere Idee. Das sind unsere analogen Löcher, wenn man so will. Ich habe mir die also genauer angeschaut als Möglichkeiten und ist ja, Geräusche sind sehr simpel. Es gibt überall Lautsprecher und Mikrofone. Und jetzt basht er gerade ein iPhone. Aber es ist wichtig, Sound ist also auch datenübertragungsfähig, denkt an ISDN-Modems. Also wenn ihr Sound benutzt, haben wir die Möglichkeit, die Cloud zu benutzen, um Sound hochzuladen als kompilierten Code. Und ich will noch ein bisschen weiter darüber reden, wie wir das möglich machen. Jetzt wird es also ein bisschen geekier hier. Also wir haben herausgefunden, es ist richtig, richtig schwer, das leicht zu machen. Wir haben das für länger als 3 Jahre ausprobiert und die ersten beiden Generationen gingen einfach nicht. Wir hatten einfach zu viele Konfigurationsprobleme. Und es war einfach sehr, sehr schwierig zu benutzen für unsere Benutzer. Und irgendwann, man sieht hier unten und die verschiedenen Generationen, wo wir langsam dazu kamen, dass wir was hatten, das man tatsächlich benutzen konnte. Wir mussten dafür ziemlich tief in die LTC-Infrastruktur einsteigen. Wie bekommt man diesen Code so hin? Das erste war Phi. Also wir benutzen Audio Frequency Shift Keying. Da haben wir 2 Töne, die binär repräsentiert werden können. Und das ist wirklich genauso wie die alten Modems, an die wir uns alle noch erinnern. Aber wir benutzen 8,6 Kilohertz. Wir wollen, dass der Sound MP3 überlebbar ist. Wir wollen sie in MP3 speichern können, dass man sie auch wieder zurückspielen kann.
Es war ein Problem mit der Implementierung der Hardware. Wir wollten einen MCU auswählen, der weniger als einen Dollar gekostet hat, weil dieses bewegbare Schaltkreisbrett, das wir gesehen haben, das war schon relativ teuer. Wir mussten also eine andere Möglichkeit finden, die Kosten niedrig zu halten. Und außerdem hatten wir noch die Voraussetzung, dass es bis zu 20 Megamax pro Sekunde kann. Es müsste Open Source sein, und es musste rückwärts kompatibel sein mit anderen Sachen. Hier ist eine Übersicht über verschiedene Mikrocontroller, die wir uns angeschaut haben. Es gab sicher ein paar günstige, die man aus China bekommen kann, aber die sind nicht wirklich Open Source freundlich. Also haben wir die rausgeschmissen. Es gab ein paar sehr interessante, zum Beispiel den AdMega, aber die waren einfach nicht so performant und die waren auch sehr teuer. Da kommt man runter zu solchen wie den PSAC 4. Und alles, was wir gesehen haben, alles, was unter einem Dollar war, hatte nicht die Performance, die wir erwünscht hatten, was uns übrig gelassen hat mit zwei Optionen, entweder mit dem SCM32 oder dem Kidus Kalo 2. Wir sind auf dem Kinetis geblieben. Das ist momentan einer meiner Lieblings-Controller. Und immer nur ein eigener Bevorzugung. Der macht einen 32-Bit Multiplizierer für den DSP. Er hat 4K Speicher. Es ist ungefähr 90 Cent in Lautstärke, 90 Cent im Preis. Es hat eine schnelle GPL-Fähigkeit. Was wir herausgefunden haben, ist, es ist ein Feature, wo sie versuchen, eine Synchronisierung von Rechten zu machen mit der GPIO. Aber das heißt, dass ihr mit eurer maximalen Bitrate limitiert seid, was uns Probleme bereitet hat für so Sachen wie High Speed, Low Speed oder LEDs zu benutzen. Hier seht ihr die Dokumentation, könnt ihr euch online anschauen. Wenn es dazu kommt, das Audio zu verbinden, gibt es ein paar Probleme, die wir lösen mussten. Erstens konnte man das leider nicht direkt in den Mikrocontroller stecken. Man muss dafür den DC-Offset erstmal lösen. DC-Offset ist wichtig, weil Audio ist ein AC-Coupled-Signal. Und das heißt, man muss es, wenn man es direkt in den Mikrocontroller geht, dann muss man es irgendwie neu zentrieren. Das zweite ist Connector Cost, also die Kost dafür, den Connector zu kaufen und auch die Höhe. Man muss es wirklich dünn haben, damit man damit basteln kann, damit man es knicken kann. Und das dritte ist, Qualitätskabel sind auch teuer. Und Kabel kann ich auch echt einfach zu verlieren. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie im Unterricht bin, dann kann man gut Kabel verlieren. Deswegen haben wir uns so eine Hybridlösung ausgedacht. Wir haben, also dieser Kabel benutzt den fünften Pin der USB. USB ist eigentlich als 4-Pin-Standard bekannt, aber der LTC-Connector hat tatsächlich 5 Pins. Wir brauchen diese AV-Capability nicht, deswegen, da wir nur Audio verwenden. Deswegen können wir das fünfte Pin in unseren Mikrocontroller schieben. Das gibt uns ungefähr 2 Kabel für die Kosten von nur 1,5 Kabeln. Und es sieht dann so aus, wie ihr hier seht. Also eins geht in den USB-Mikro-Connector und dann gibt es einen Audio-Connector und einen USB-Connector, der da rausgeht. Die Elektroniklösung. Wir haben AC-Couple mit einem RR-Network verwendet, um eben den Sound zu centern. Und diese Wellen sind eben einfach Sinuswellen, das ist kein Problem. Wir haben herausgefunden, dass es leider ein Bootstrapping-Problem gibt. Also wenn man jetzt irgendwie mal deinen Mac oder deinen Laptop anpackst, dann merkst du, dass es da so eine Vibration gibt. Wenn man also deinen... Wenn man also eine
den Kabel einsteckt, dann macht es ein bisschen Klick und das langt schon, um den Mikrocontroller zu stören. Und das teuerste am Design war, das eben rauszubekommen. Und dann haben wir den USB eingesteckt und es hat wir haben festgestellt, so wie wir gestern im Talk gesehen haben, dass es uns geholfen hat, LTC in einen Makey-Makey umzuwandeln. Man kommt auch RNC und TX aus dem Ding raus. Und jetzt kommen wir noch zu Non-Coherent FSK Demodulation. Also wir haben halt die reingekommenen Samples genommen und haben sie viermal rausgefiltert. Also es ist sehr wichtig, dass der MC relativ schnell ist. Wir haben dann angefangen mit Lin-Modem und haben das dann modifiziert. Ich habe hier die Repo-Links drauf gemacht, damit ihr das seht. Und so wie wir das gemacht haben, benutzt das etwa 65% der CPU. Das heißt, es gibt nicht so viel CPU, das tatsächlich übrig ist. Deswegen Kann man die vielen anderen Sachen eigentlich gar nicht machen, weil man die Audio direkt modellieren muss. Jetzt kommen wir zum Mac-Layer. Es ist nicht wirklich ein Mac-Layer, aber das ist es, wie wir mit Fehlern umgehen und so weiter. Das Audio kommt zum Control-Packet. Also wenn ihr zu dem Stream hört, den man dann durchgibt, hört ihr kleine Pausen und dann kommt der Rest durch. Warum das Herald-Paket zuerst durchkommt, ist, ihr wollt dem Controller sagen, er soll seinen Flash-Block leer machen, weil sonst würdet ihr Informationen senden, ohne dass sie gut durchkommen. Jedes einzelne Paket ist mit einem Hash gesichert. Das ist genommen, weil der klein und schnell ist. Das sind 3-Bit. Wir konnten nichts, was irgendwie MD5 oder noch aufwendiger war, nicht machen, weil wir konnten es einfach nicht mehr da reinpacken. Es war zu klein. Um die Bitrate zu behalten, muss man genügend Transmissionen machen. Und das sagen wir jedes 15. Byte mit AA zum Beispiel. Natürlich kann man auch etwas Pathologisches dafür machen, das dann auch nicht funktioniert, aber normalerweise hat kompilierter Code nicht solche Pattern. Und dann und das ganze Ding ist natürlich wieder da, um den Hash zu schützen. Und das vierte zur Error-Korrektion ist, dass wir die Daten dreimal übertragen. Das ist alles nur für Redundancy und nicht wirklich notwendig. Und der Grund, wie wir das machen mussten, ist, es gibt keinen Backchannel, also es gibt nichts zurückzusenden. Habt ihr mal einen Android-Headset in ein iPhone gescheckt oder umgekehrt, bekommt ihr sehr viel Frustration, weil es gibt Errors. Wir mussten also in eine Richtung alleine klarkommen. Wenn ihr zum Beispiel auf einem Handy programmiert und dann kommt eine Notification, dann erzeugt das schon einen Fehler, was euer Paket verschwinden lässt. Also müssen wir eine wiederholte Übermittlung machen und wir haben festgestellt, dass dreimal ausreicht, um alle Übertragungen durchzubekommen. Es ist aber dann kein Speicher und kein RAM mehr lässt übrig, um irgendwie noch Error Correction zu machen. Deswegen müssen wir es auch mehrmals übertragen. Okay, jetzt mal eine Ebene drüber. Also wenn man das hat, dann braucht man eben noch ein OS. In dem Fall haben wir Cheap OS genommen. Das ist ein Mikrocontroller OS, das relativ klein ist. Also von diesen 32K Flash haben wir 22K für den Bootloader und Chibi OS verwendet. Und dann sind da noch 9,5K für den Code von Benutzerapplikationen. Chibi OS hat nichts mit Chibitronics zu tun. Es wurde von einem Menschen, der Giovanni DiSirio heißt, entwickelt. Und es ist ein sehr gut aktiv entwickeltes und auch sehr gut dokumentiertes System. Chibi heißt süß oder klein. Man kommt aus dem Japanischen. Chibi hat alles, was man in dem Fall möchte. Also man möchte Preemptive Multithreading, Timers, es hat Schlangen, es ist ein relativ vollständiges Operating System, das sehr gut da drauf passt. Es erlaubt uns, dynamisches Linken zu machen.
Es macht 256 Thunks, die es erlaubt, es uns OS, also Betriebssystemcode, mit der Anwendung zu teilen. Und warum wir das gemacht haben, ist, wir mussten im Prinzip die Geduld eines Kindes mit einbeziehen in unsere Überlegungen. 8000 Bits in der Sekunde heißt ungefähr eine Sekunde für ein Kilobyte. Ein Kind wird aber ungefähr 5 Sekunden sein Interesse verlieren. Okay, now the children aren't listening anymore. Jetzt wird die Kinder nicht mehr zuhören. Die Grundlinie sind ungefähr 8 Sekunden für den Arduino. Aber unser Ziel war ungefähr 1000. Es sollte halt weniger als 1 Kilobyte sein, am besten. Das haben wir also eine Sys-Call-Extension gebaut, die ein bisschen verschlankt ist. Die versucht hat, einen Großteil schon vorher zu laden, sodass man eben mit Floating Point Operations und String Operations arbeiten kann. Und wir haben dann eben rausgefunden, dass wir 12 Kilobyte Preloaded Libraries haben können. Was wichtig ist, dass es nicht nur für Kinder ist. Also das LTC kann sozusagen, das kann ein Neuling verwenden, aber es kann auch jemand nutzen, der das Ganze professionell macht. Ich wollte nichts machen, dass man nur für den Anfang verwenden kann und dass man dann irgendwann gar nicht mehr verwenden kann. Deswegen habe ich dafür gesorgt, dass man zum Beispiel das OS und den Bootloader entwickeln kann selber mit OpenOCD. Die Components sind China-ready, also man kann sie natürlich in China machen, aber man kann sagen, ich habe das, ich gebe das jetzt jemand anderem und der macht daraus einen Prototyp raus. Und alles ist Open Source, das war eben auch wichtig. Man kann auch auf GitHub gehen zum Beispiel, das ist alles da, suchen wir nach Bunny oder Xops. Dieser kleine Teil da unten ist einfach nur eine Anzeige von unserer Multithreading innen drin. Und letztendlich kommen wir noch ein bisschen zu der Erfahrung, also von den Benutzern. Es ist wichtig, dass wir eine sehr einfache Benutzer-Experience hatten. Es ist web-based, also eine Browser-App. Man kann auch Code reinschreiben, man kann sich ein bisschen Beispiele anschauen. Wenn man jetzt halt auf Upload drückt, dann fängt es einfach nur an, euren Code auszusenden als Geräusch, als Sound. Das ist ein bisschen Sachen dahinter, die implementiert werden mussten, damit es funktioniert. Wir haben eine Web-IDE als Beispiel, mit Beispielen. Es ist ein Code-Mirror. Und man kann seine Sachen lokal im Web-Storage speichern. Man kann aber auch seinen Code teilen. Am besten auf GitHub wollen wir die Leute hinpointen. Ich glaube, das ist sehr gut, wenn wir das machen. In die finalen C-Dokumente, die man hat, sind auf einen Compilation-Server übertragen. Der macht es dann Binary und der sendet es zurück, damit dann daraus Audio-Modulatoren es mit Web-Audio oder JavaScript senden können. Wenn ein Error erscheint, haben wir noch einen MP3-Fallback, den wir dann auch noch zum Nutzer senden können. Der Compilation-Server braucht eine gewisse minimale Bandbreite von wir wollen den Server gerne sehr lange benutzen und deswegen hat ein durchschnittlicher Blaupause ungefähr 1 Kilobyte. Wenn man sowas kaufen möchte in unserem Laden, es geht über 1 Megabyte auf Content. Also wenn wir euch die Bilder zeigen wollen, damit ihr das kaufen wollt, dann können wir euch definitiv auch die Rechenleistung zur Verfügung stellen. Wichtig ist natürlich auch, dass es stateless ist. Es ist wichtig, dass wir keine Benutzer-Accounts haben, weil wir Leute haben, die unter 13 sind und die
können eben nicht zustimmen. Wir wollen auch nicht eure Daten und deswegen haben wir GitHub eben. Und diese ganzen Requirements, die wir haben, macht es relativ einfach, das Ganze nach oben zu scalen. Also wir haben einen Docker-Server aufgesetzt, dafür, den man auch nutzen kann dafür. Audio-Modulation, wir brauchten eine, es funktioniert einfach nur Methode, die nicht irgendwie 100 Kilobyte Audio-Files hochladen wollte. Web-Audio wäre dafür ideal gewesen, aber am Ende von 2013 war es noch nicht so sehr supported, vor allem nicht in OS X zum Beispiel. Und wenn man sich das Schulsystem anschaut, dann sieht man, dass Handys von Eltern übergeben werden und so weiter. Und 2013 als wir die ersten Versuche gemacht haben, haben die Kinder oft gemeint, so, wir haben einen zu alten Browser und der kann das halt einfach nicht. Aber Wave, was von JavaScript gemacht werden kann, wurde schon 2009, seit 2010 supported von Safari. Das können mittlerweile oder konnten damals 89% der Browser. Es gibt da nur zwei Linien, die übrig sind, das ist Internet Explorer. Die Frage ist, warum kümmern wir uns darüber? Weil 27% der Leute haben Desktop-Anwendungen und benutzen damit Internet Explorer. Und was wir festgestellt haben, ist, dass vor allem in Schulen sehr häufig benutzt wird und in Institutionen, die halt sehr starre Regeln fürs Internet haben. Um das damit klarzukommen, haben wir ein Fallback für MP3. Seit IE9 kann man das schon übertragen. Das ist ungefähr 98%, wie gesagt. Und das Ergebnis am Ende des Tages von all dem ist, dass wir eine Kompatibilität über die breite Masse haben. Wir haben ein Gerät, das von allem, von einem Smartphone bis zu einem Laptop, einem Computer oder sogar einem Kassettenspieler programmiert werden kann, wenn man darauf einfach seine Sachen über einen CD, über einen Kassettenspieler programmiert. Aber wir hatten auch Leute, die nicht mal programmieren wollten, weil sie Angst davor hatten. Wir mussten also wirklich die Technologie anpassen. Wenn du also einfach nur einen Pattern von Licht erzeugen möchtest und du glaubst, Programmieren ist nicht für dich. Wir brauchen etwas, das auch diese Leute benutzen können, um zu zeigen, hey, das ist auch für dich. Man muss sozusagen einen Song teilen und dann funktioniert das. Und das würde schon lang, dass sie Interesse bekommen und denken, ich will mehr tun. Und dann denken sie, okay, ich schau mal auf den Programmcode und dann sehen sie vielleicht ein paar Nummern und dann fangen sie an, die zu ändern. Und dann auf einmal sind sie in dem ganzen Coding gefangen und haben Interesse. Einfach nur, weil sie durch diese Idee reingezogen worden sind, dass Technologie etwas ist, das sie kontrollieren können und nicht etwas, das sie halt einfach nur haben. Also LTC sorgt dafür, dass Diversität gemacht wird durch Balance, durch Familiarität und auch durch Einfachheit. Wir schauen eben daran, dass die Technik, die wir selbst haben, die Ingenieurwesen und Design wirklich balanciert. Wir versuchen, bekannte Materialien zu verwenden, wie Papier, wie Tape, um mehr Leute zu integrieren. Und wir versuchen, eine ganz, ganz einfache Erfahrung zu kreieren, sodass die Hürde zum Starten sehr gering ist. Aber also Open Source ist tatsächlich abhängig davon, dass es Inclusiveness gibt. Es geht nicht darum, etwas zu committen und dann das zu vergessen, sondern es geht wirklich immer darum, neue Ideen zu akzeptieren und die Codebase zu verbessern. Also wenn Open Source uns wichtig ist, dann müssen wir in der Gesellschaft dafür sorgen, dass sie verstehen, wie wichtig Open Source ist. Und wenn sie nicht verstehen, wie wichtig Open Source und Coding ist, dann kann das nicht. Also das ist so mein Talk über die Love to Code Plattform. Wir öffnen unsere Beta nächstes Jahr. Ihr könnt Chibitronics followen.
Und wenn ihr zum Fail-Overflow-Table geht, dann könnt ihr unseren Microcontroller schon anschauen. Ihr könnt da hingehen mit eurem eigenen Gerät und einfach mal schauen, wie es funktioniert. Steckt einfach eure Kopfhörer rein, habt ein bisschen Code, drückt hochladen und schaut euch an, was passiert. Und ich glaube, also wir freuen uns auf mehr Leute, die es ausprobieren, um zu gucken, ob es wirklich funktioniert. Also wenn ihr vorbeikommt, das funktioniert bei euch nicht, dann bitte sagt uns Bescheid. Das wäre uns wirklich wichtig. Wir wollen die Bugs fixen. Und das ist es. Vielen Dank. Danke, Bunny. Und jetzt kommen wir noch zu den Fragen. Haben wir Fragen aus dem Internet? And while we're getting the questions from the internet and the mic working for the Signal Angel, you can stand up towards the microphones if you have any questions in here. And while we wait, we can have another round of applause for Bunny. Es gibt gerade technische Probleme mit dem Mikrofon für den Internet Angel, deswegen müssen wir auf die Fragen warten. Could we have a question from microphone number one, please? Frage von Mikrofon 1. Hallo Bunny. Thanks for the talk. Danke für den Talk. Ich habe verstanden, dass du für die Entwicklungsumgebung eine Art Arduino-flavortes C++ benutzt. Bist du sicher, dass das gut ist für einen Anfänger? Ja, das ist eine interessante Diskussion. Da sind Sprachen wie Scratch, die sind für Beginner sehr gut geeignet und wir sind auch interessiert daran, dafür zu entwickeln, aber es ist mein Gefühl, ich möchte etwas entwickeln, dass Leute, die auch weitergehen wollen, auch zum Beispiel zu College-Kursen am Ende, wenn die nicht so komplexe Programmiersprachen gelernt haben bisher, das ist einfach ein Hindernis dann. Das ist ein bisschen eine Überforderung. Und ich glaube nicht, dass C++ und ein Arduino-Library so gut sind oder die besten Einführungen sind, aber es ist sehr gut von der Community unterstützt momentan. Ich glaube, es gibt da so einen Tagtraum, über Rust zu diskutieren, dass da direkt alles kompiliert wird und so weiter. Aber das Problem ist, dass Leute Fragen haben dann und wir können das nicht beantworten. Okay, danke schön. Eine Frage aus dem Internet. Eine Frage aus dem IRC. Wie können wir die Stereotypen, wenn das Bild, also wie können wir die Stereotypen absetzen, wenn das Bild doch wirklich eigentlich ist, es gibt so da so verschwitzte männliche Hackers, die irgendwie ist und das ist relativ Mainstream einfach. That was a lot of words, which I think I'm trying to even parse in my head. I had a buffer overflow about halfway through that. Wir hatten alle ein bisschen einen buffer overflow, ungefähr bei der Hälfte. Aber ich glaube, es gibt ein Problem mit dem Stereotyp, das in der Gesellschaft existiert. Aber wie kriegen wir dieses Stereotyp raus? Ist das die Frage? Ja, das war wohl die Frage. Ich denke, was wir hier versuchen, ist einfach anzufangen, einfach die Kultur zu verändern, mehr integrativ zu werden und dadurch wird dieses Stereotyp automatisch weniger. Ich glaube, es ist nicht möglich, dass irgendwie. Ich glaube, in Wirklichkeit, wenn wir versuchen, als Gesellschaft, als Hacker-Community integrativer zu werden, dann wird die Kultur sich automatisch so entwickeln, dass es weniger dieses Stereotyp gibt, dass mehr Leute erkennen, dass wir nicht alle so sind. Das denke ich. Question from microphone number four. Hi.
Hi. Von Mikrofon Nummer 4. Hallo. Meine Frage ist ein bisschen verbunden mit der letzten. Wenn ich jünger war, war ich sehr interessiert am Programmieren und technische Dinge wollte ich wissen, aber ich konnte einfach nicht. Ich wusste nicht, wie ich reinkommen soll in Informationen. Meine Schule hatte das nicht wirklich. Mit deinem Produkt bietest du echt eine gute Möglichkeit zu lernen, aber wie willst du es zu den Leuten kriegen? Das ist ja das Problem. Hast du da ein Programm? Bist du irgendwie mit Schulen involviert? Was machst du? Das ist ein guter Punkt. Verfügbarkeit für die Leute und es ihnen wirklich zu geben, ist sehr wichtig. Also ja, auf jeden Fall. Das Hauptaugenmerk von GBtronic ist es, die Schulen zu erreichen. Wir machen sehr viel Arbeit, um öffentlichkeitswirksam irgendwie Verbindungen herzustellen. Es ist Also mein Manager wird mich jetzt umbringen, aber die Idee ist, dass wenn eine Schule fragt, bekommt man bei uns 20% off. So, aber das Ding ist, wir wollen den Leuten auch wirklich Rabatte geben, damit sie in die Schulen kommt. Darum geht es jetzt am Ende des Tages. Eine andere Sache ist, als wir versucht haben, die Supply Chain zusammenzubauen, mussten wir die Sachen wirklich alle in dieses wenig kostende, wenig stromverbrauchende kleine Teil einbauen. Und je weiter sich die Technologie entwickelt, umso besser können wir das machen. Und wir wollten etwas bauen auf einem Preispunkt, den Schulen auch wirklich bezahlen konnten. Es gibt Schulen, die sind so arm, die können sich nicht mal Dreck kaufen, also wirklich. Wir mussten zum Beispiel bei einer Schule, wir haben eine Schule erlebt, die musste sagen, wir mussten unser Gartenprogramm beenden, weil wir konnten uns keine Erde kaufen. Aber es gibt auch ein paar andere sozialökonomische Probleme, die hier sind mit Schulen. Man muss diese Probleme vielleicht anders tackeln. Aber wir müssen das am besten Fall in so viele Hände wie möglich geben. Wir haben noch mindestens drei Fragen. Also bitte haltet euch kurz. Erstmal vielen Dank. Ich mag die Idee, Code hochzuladen, indem man Audio verwendet. Ich habe eine Frage zur Technik. Warum habt ihr kein Mikrofon auf euren Mikrocontroller gepackt? Das ist eine gute Frage. Wir haben uns das überlegt, aber wir hatten uns überlegt, wenn du in einer Klasse bist und jeder versucht zu programmieren und dann hatten wir uns gedacht, dass es sehr, sehr laut sein würde. Es ist möglich, das mit einem Mikrofon zu machen, aber wir dachten, dass es weniger Unterbrechungen gibt, wenn man es mit Headphones verwendet. Frage. Okay, meine Frage ist, habt ihr nach ICs gesucht, die EFSK direkt emulieren, also dass ihr nicht die Prozess-Power verbraucht, um überhaupt das Signal zu dekodieren? Habt ihr danach geschaut? Ein separater IC, der die Modellierung machen könnte, ja, das wäre eine gute Idee. So, some also, sort of hardware-assisted situation for doing this. Ist so, dass wir in der unter 1 Dollar Grenze bleiben wollten und es wird wirklich schwer. Ich habe mit dem DC-Level geredet. Wir wollten zum Beispiel Ampcent benutzen, die hatten das, aber das wäre dann 10% des Controller-Preises gewesen. Wir wollen aber nochmal was anderes entwickeln. Wenn wir etwas einbauen wollen, das wir benutzen können dafür, dann müsste das unter 10 Cent kosten und dann gibt es diese Technologie noch nicht für diesen Preis, weil niemand heutzutage eine FSK benutzt, weil die Modem-Chips sind mittlerweile tief integriert in die moderne Architektur von Hardware. Also wenn du was finden könntest, dass es von der CPU nimmt, wäre cool, aber wir konnten es nicht finden. Noch eine vom Internet und dann versuchen wir nochmal andere andere Fragen einzubauen. Aus Twitter, kennt ihr Calliope Mini und Microbit Attempt? Microbit Audio, you said?
That was not included in the question. Okay. Let's try and see and get that answered through to Twitter. I do know about the microbit. Ich kenne das Microbit und das ist sehr interessant. I was trying to hear said the microbit audio was like, oh, are they doing audio programming too or not? But I think the microbit is more a conventionally programmed. Microbit ist mehr konventionell programmierter Mikrocontroller. Den anderen kenne ich nicht. Aber soweit ich weiß, sind wir die einzigen, die FSK-based Programming, also Programmierung mit Audio macht. Und ein Teil des Grundes ist sicherlich, oder es war so wichtig für uns, in Audio zu gehen, ist, sehr, sehr viele Kinder haben heute gar keine Laptops. Die meisten haben erst ein Smartphone oder ein Tablet. Also wenn sie ganz jung sind und irgendwie eine Hausaufgabe bekommen, wo sie programmieren müssen, dann sagen die Eltern, ja, tut mir leid, wir haben keinen Laptop für dich. Benutze doch dein Smartphone oder dein Handy. Und deswegen wollten wir etwas bauen, das es den Menschen wirklich ermöglicht, also den Kindern ermöglicht, mit Tablets und Smartphones zu arbeiten, um das Programmieren zu lernen. Es ist natürlich wirklich schwer, auf einem Touchscreen zu programmieren, aber ich hoffe, ich glaube, dass es ein Problem, das lösbar ist, wenn man einfach ein Keyboard-Interface fürs Programmieren benutzt. Weil die meisten sind fürs Texting optimiert. Ich bin etwas überrascht, dass es funktioniert, Kupfer und Löten und sowas auf dem Papier zu bauen. Musstet ihr irgendwas Bestimmtes machen, damit das funktioniert? Und gibt es nicht bessere Optionen, als etwas zu löten dafür? Also vielleicht habe ich das nicht ganz klar gemacht. Erstmal Kupfer, Tape und Papier funktioniert echt super, weil Kupfer so einfach zu handeln ist. Löten ist nur notwendig, wenn man noch keine Lötmethode hat. Also für LEDs mit Stickers zum Beispiel. Also wenn du deinen ersten Schaltkreis baust, dann reicht es eigentlich, einen Sticker aufzubauen. Man muss nicht löten dafür. Das ist eins der tollen Sachen, dass man eben nicht löten muss. Weil löten ist zum Beispiel hier jetzt auch im Hack Center verboten, weil es so sicher ist und weil es so unsicher ist. Und so ähnlich ist das natürlich auch in der Klasse. Da kann man nicht Leute einfach löten lassen. Und wenn man etwas hat, das selbstklebend ist, dann ist es echt sehr einfach zu verwenden. Und interessanterweise kann man Papier ganz gut löten. Ich war ganz überrascht, dass das funktioniert. Aber es funktioniert tatsächlich. Also das Kupfertape an sich ist schon sehr gut als Hitzeableiter. Also wenn du das Tape selbst lötest, dann wird so viel Hitze davon abgeleitet, dass es passt. Okay, bitte noch eine letzte Runde Applaus für Bunny. Und damit enden wir auch jetzt.